Wie kann ich entspannen trotz vollen Terminkalenders? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und mir selbst immer wieder gerne stelle. Ja, die Frage, wie kann ich entspannen trotz vollen Terminkalenders, ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich muss ganz ehrlich beantworten, ich habe lange gebraucht, bis ich draufgekommen bin, so kleine Abschnitte in meinen Alltag einzubauen, die mir wieder Erholung und Energie geben. Ganz wichtig ist beispielsweise, wie du den Tag startest. Wenn du den Tag startest mit deinen E-Mails, dann beginnst du eigentlich sofort mit etwas Passivem, was dir Kraft raubt und was dir möglicherweise, kannst du davon ausgehen, dass sicher die eine oder andere nicht so gute Nachricht dabei ist bei deinen E-Mails und sofort bist du in einem negativen Modus. Wenn du jedoch deinen Tag mit einer Morgenroutine startest, wenn du jeden Tag ein bisschen Sport betreibst beispielsweise, vielleicht ein bisschen Meditation und etwas für dich tust, egal, sei es für deinen Körper, sei es für deine Seele, vielleicht ein gutes Buch lesen, vielleicht eine Runde joggen gehen oder auch ein bisschen mit den Gewichten arbeiten. Und das müssen jetzt keine 3 Stunden sein. Ich meine kein Hardcore-Workout mit 1 Stunde laufen und dann vielleicht noch 1 Stunde lesen. Nein, das meine ich nicht. Es reicht, wenn du vielleicht 20 Minuten morgens ein bisschen für dich meditierst oder einfach nur die Ziele des Tages durchgehst und dir positiv ausmalst in einem kleinen Film, den du sozusagen im Kopf ablaufen lässt, wie dieser Tag für dich laufen soll. Das macht übrigens, machen das sehr, sehr viele erfolgreiche Leute. Der Amazon-Gründer Bezos hat auch mal zugegeben, er macht das jeden Tag. Er liegt jeden Tag morgens fast 1 Stunde noch im Bett. Ich sage, du musst gar keine Stunde, das reichen 20 Minuten. So, was ist das Zweite, was ich dir empfehle? Wenn du es schaffst, geh eine Runde laufen, schau, dass du etwas für deinen Körper tust, hol dir Bewegung oder der andere macht lieber Yoga, dann mach von mir aus Yoga. Lass uns an dieser Stelle vielleicht kurz einen Break machen und beantworte dir selbst die Frage, ob du auch manchmal ein Umsetzungsproblem hast. Ein Problem, all dieses theoretische Wissen, von dem du jetzt erfahren hast, dann tatsächlich umzusetzen in der Praxis. Ich kann es verstehen, bei mir ging es früher oft genauso. Und deswegen habe ich mein brandneues Immobilienbootcamp entwickelt. Und zwar geht es bei meinem Immobilienbootcamp einerseits natürlich um Immobilien, aber es geht vor allem auch darum, wie du richtiges Big Business mit Immobilien machen kannst. Ich bin wahrscheinlich der Falsche, wenn es darum geht, dir zu erklären, wie du 1, 2 kleine Wohnungen dir kaufen kannst für deine Rente oder Altersvorsorge. Das können andere vielleicht besser oder mindestens genauso gut. Wenn es aber wirklich darum geht, Vermögen mit Immobilien aufzubauen, im großen Stil Immobilien als Business zu sehen, und zwar als regelmäßiges Einkommen, als passives Einkommen, wo du aber natürlich am Anfang auch aktiv etwas dafür tun musst, sonst wäre das jetzt eine falsche Information, die ich an dich abgebe, aber wenn du das lernen willst, wie du Big Business, Big Deals machen kannst, dann bist du bei mir ganz genau richtig, und zwar bei meinem brandneuen Immobilienbootcamp. Bei meinem brandneuen Immobilienbootcamp wirst du nicht nur schlau, was richtige Auswahl von Immobilien betrifft, ich werde dir nicht nur zeigen, wie du die Immobilien findest, die 30 bis 40 unter Marktwert zu kaufen sind, wie du sie richtig aufwertest, wie du finanzieren kannst, auch wenn deine Bank dir kein Geld gibt. Ich werde dir auch zeigen, wie du richtiges Big Business machst, wie du dich richtig positionierst im Bereich der Immobilien, die für dich geeignet sind, die für dein Business geeignet sind, wie du dann eine Marke aufbaust und wie du letztlich Systeme schaffst. Systeme, um dein Immobiliengeschäft richtig groß werden zu lassen, damit du ein richtig großer, erfolgreicher Investor wirst. Wenn dich das interessiert, dann melde dich jetzt an auf dem Link unter diesem Video und schau dir gerne den weiteren Content an. Aber vergiss eines nicht bei allem Gratis-Content, den es heute gibt, im Internet. Die richtig, wirklich guten Dinge erfährst du meistens, wenn du die erfolgreichen Menschen persönlich kennenlernst. Und deswegen freue ich mich, dich bald begrüßen zu dürfen bei meinem Bootcamp. Also geh auf den Link, melde dich jetzt an. Abends das Gleiche, eine kleine Abendroutine. Für mich hat sich bewährt, abends so eine Art Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, meine Erfolgserlebnisse des Tages, was habe ich erreicht, was hat mich meinen Zielen ein Stück näher gebracht. Und auch vielleicht die Ziele dir morgens oder abends nochmal in den Sinn zu rufen und schriftlich für dich zu notieren.
Das macht absolut Sinn. Ja, und tagsüber, wenn du mal ein bisschen Erholung brauchst, dann genieß doch mal zwischendurch, mach mal einen kleinen Spaziergang von 5 oder 10 Minuten. Oder was mir zum Beispiel auch Energie gibt, was ich gerne mache, einfach mal eine kleine Runde mit dem Cabrio fahren. Oder manchmal kann ich sogar sehr, sehr gut entspannen zwischen den Terminen. Oder wenn du ein Motorradfreund bist, vielleicht hast du die Gelegenheit, zwischendurch mal 10 Minuten, 20 Minuten irgendwo mit deinem Motorrad hinzufahren zu einem Termin und hol dir da wieder zusätzliche Energie. Oder wie gesagt, du läufst einfach zu Fuß durch die Stadt, vielleicht manchmal auch, und lässt es dir gut gehen, setzt dich in ein schönes Straßencafé und trinkst einen Espresso und ein Glas Wasser und plötzlich ist die Energie wieder auf einem höheren Level. Also, das sind so meine kleinen Tipps, wie ich mir die Energie tagsüber wieder zurückhole. Wie gesagt, vergiss nicht auf die Morgenroutine, vergiss nicht auf die Abendroutine, weil eins kann ich dir verraten, alle Millionäre und Multimillionäre dieser Welt starten ihren Tag mit Morgen bzw. beenden ihn mit Abendroutinen und nicht mit ihren E-Mails. Ja, wenn du noch Fragen hast zu diesem Video, dann schreib sie mir bitte in den Kommentaren und ich werde diese umgehend beantworten. Wenn du Ideen hast für weitere Videos oder umfassende Fragen, dann schreib sie auch hinein und möglicherweise bekommst du dann schon sehr, sehr bald ein neues Video zu deiner speziellen Frage.